Cathy drehte den Kopf herum. Sie bemerkte, wie Fife einen artigen Knicks machte und dann schüchtern ins Zimmer trat. »Soll ich mich ausziehen?« war ihre erste Frage. »Bitte, wenn Sie es gerne tun«, meinte der Psychologe, während er sich wieder neben Cathy in den Ohrenstuhl setzte. »Vielleicht erzählen Sie mir dabei gleich ein bisschen was über Ihre Familie. Das ist nämlich wichtig für meine Therapie.« »Mein Gott, was gibt's da schon viel zu erzählen?« seufzte Fifi, während sie die Knöpfe ihres Kleidchens öffnete. »Dass mein Urgroßmutter die Josephine Mutzenbacher war, das werden Sie ja wahrscheinlich eh schon wissen.« Der Professor nickte eifrig. »Erst gestern habe ich zu Studienzwecken nach langem wieder einmal Ihr Buch in der Hand gehabt.« »Ja, ja, das Bierchen«, seufzte Fife und nestelte an ihrem Strumpfhalter. »Es war so ziemlich das Einzige, was meine Mutter damals beim Brand der Rotunde noch hat retten können.« »Was hat denn der Brand der Rotunde mit der Familiengeschichte der Mutzenbacher zu tun?« fragte der Wissenschaftler neugierig und trat vor seinen Schreibtisch. Er zog eine Lade heraus und entnahm ihr eine Kamera. »Sehr viel«, meinte Fifi und suchte nach der Schließe ihres Büstenhalters. »Dort, wo man später die Rotunde baut hat, war ursprünglich das Hotel zum Geilen Bock, das Buff von meinem Urgroßmutter. Sie hat nämlich von unserem lieben Herrn Kaiser die Lizenz für ein Buff gekriegt, aber der Geile Bock war ja eigentlich schon davor nichts anderes als ein Buff gewesen, genau wie die Rotunde. Wollen Sie mir am Ende gar als eine Nockerte fotografieren?« wandte sie sich nun an den Gelehrten, der mittlerweile seine altmodische Kamera auf ein Stativ geschraubt hatte und eben hinter einem schwarzen Tuch verschwunden war. »Es ist nur für wissenschaftliche Zwecke«, kam es dumpf hinter dem dunklen Laken hervor. »Dann bin ich ja beruhigt«, meinte Fifi erleichtert, während sich ihr BH mit einem Schnalzer vom Körper löste und durch den Raum flog. »Ich habe mir schon gedacht, sie wollen eine Pornoserie machen, aber wenn es für die Wissenschaft ist, da können sie alles von mir haben.« »Was war denn nun weiter mit dieser Rotunde?« fragte Cathy gespannt, wobei sie sich mit dem Ende ihres roten Gummischwanzes sachte den Kitzler massierte. »Na, abrennt ist halt. Das war so in die 30er Jahre. Meine liebste Mutter hätte es einmal übernehmen wollen. Damals war ich noch gar nicht auf der Welt und sie war auch noch ganz jung. Ja, man sagt, das war ein Racheakt von einem abgewiesenen Liebhaber. Kotani hat er geheißen, ein Ungar. Jedenfalls ist er seit dem Tag, wo die Rotunde zusammen mit dem Hotel abbrennt ist, unauffindbar gewesen.« »Das ist ja eine richtige Kriminalstory«, rief Cathy aufgeregt, während der bedeutende Gelehrte eine wissenschaftliche Aufnahme nach der anderen machte. »Naja, es hört sich vielleicht recht spannend an, aber für uns war es schon ein arger Schlag, wo wir doch von dem Puff hätten leben sollen, meine Mutterl und ich.« »Und dein Vater, hat er denn nicht für euch gesorgt?« »Mein Vater, Jesus, na der, das war doch ein Strizi, wie er im Buch steht.« »Strizi, was ist das?« »Na, ein Strizi, das ist einer, der die Gasräder lost und nachher die Marie kassiert.« Cathy war wieder einmal verwirrt. Was war Marie kassieren und Gasräder lassen? Und was ein Strizi? Professor Freud kam hinter seiner Kamera hervor und begann zu dozieren. »Ein Strizi, das ist ein Zuhälter. Die Marie ist das Geld und der Ausdruck Gas, im Hochdeutschen auch Ziege genannt, ist eine Prostituierte, die für einen Zuhälter arbeitet. Aber nun zu etwas anderem, Fräulein Mutzenbacher. Hat Ihr Vater eigentlich einen großen Schwanz gehabt?« Cathy bemerkte, wie sich die Brustwarzen ihrer Freundin augenblicklich zusammenzogen. Fifi wurde am ganzen Körper abwechselnd blass und rot. Dann schrie sie zornig. »Was geht denn das an, was mein Vater für einen Schwaf gehabt hat? Das geht denn auch einen Schaß an. Jedenfalls hätte er gewiss nicht so ein armseliges Burmerzumpferl gehabt wie sie. Das sieht man ihnen ja schon von der Weiten an, dass sie beim Brunzen in der Nudel zuvor mit einer Pinzette aus der Hose holen müssen.« Cathy versuchte, ihre Freundin zu beruhigen. »Der Professor will das ja nur wissen, weil er dich von deinen lesbischen Neigungen befreien möchte.« »Gerade so ist es«, nickte der Gelehrte. »Ihre heftige Emotion bestätigt nur meine Theorie. Wir scheinen da bereits beim ersten Anlauf zum Kern jenes Komplexes vorgestoßen zu sein, der die Schuld an ihren ungewöhnlichen erotischen Interessen trägt. Da Ihr Herr Vater wahrscheinlich den Geschlechtsverkehr mit allen möglichen Damen jenes Etablissement in der Rotunde gepflogen hat, mit Ihnen aber nicht, hat sich in Ihrem Innern ein Groll gegen jedes männliche Wesen eingenistet, der es Ihnen fortan unmöglich machte, intime Beziehungen mit einem Mann zu beginnen.
Wenn wir uns nun bemühen, der Sache direkt ins Auge zu sehen und sie damit in den Griff zu bekommen, kann es leicht sein, dass sie ihre Scheu vor dem Manne schlechthin verlieren und zu einer normalen, empfindenden Frau werden, die ihrer Berufung, welche in ihrem Fall sogar mit der eigentlichen Karriere identisch ist, fortan ungestört nachkommen kann. Also? Professor Freud trat hinter seiner Kamera hervor und ging zu der Couch hinüber, auf der Casey lag und unmerklich mit ihrem Gummipenis spielte. »Also sehen wir der Angelegenheit einmal geradewegs ins Gesicht. War der Schwanz Ihres Vaters etwa so groß wie dieser hier?« Er riss Caseys Gummiwurst in die Höhe und hielt sie der nackt dastehenden Fifi Mutzenbacher unter die Nase. Das Mädel begann zu zittern. Ihre Brustwarzen richteten sich steil auf. Wie vom Blitz getroffen, sank sie in die Knie. »Vaterl«, rief sie in Tränen aufgelöst. »Endlich darf ich dein Schwaf in die Hand nehmen. So lang hab ich drauf warten müssen, aber jetzt gebe ich nimmer her.« Sie packte die paprikarote Gummisalami mit beiden Händen, warf sich auf den Rücken, spreizte die Beine und schob sich das grell leuchtende Ungetüm mit einem einzigen Ruck in den Leib. Casey sprang von der Couch. »You dirty bitch«, schrie sie eifersüchtig. »That's my prick!« Und sie versuchte, den Riesenprügel wieder an sich zu ziehen. Professor Freud machte sich daran, die beiden balgenden Mädchen zu trennen, aber er hatte dabei nur wenig Erfolg. Casey kratzte ihn am Hals und Fifi stieß ihm ihr Knie in den Magen, dass er beinahe den Kohl von heute Mittag und das Sauerkraut von gestern Abend wieder von sich gegeben hätte. Der Gelehrte erhob sich ächzend und legte sich auf seine psychoanalytische Couch. Nach einigen Minuten der Selbstanalyse hatte er die Lösung gefunden. Er stand wieder auf und stellte sich hinter Casey, die zwischen Fifis gespreizten Beinen lag. Mit geübtem Griff schlang er den Riemen am Ende des künstlichen Gliedes um die Hüfte des Mädchens und trat einen Schritt zurück. Die Wirkung zeigte sich schlagartig. Casey, mit dem Gummischwanz nun direkt verbunden, erreichte mit ihrer Balgerei ab sofort gerade nur noch, dass sich Fifi nicht mehr von ihr zu entfernen trachtete, sondern im Gegenteil bestrebt war, sich fest gegen die Freundin zu drängen. »Jesus«, jauchzte die kleine Mutzenbacher, »ist dieser Genuss, das ist ja gerade so, als wenn mich mein liebes Vaterl budern tät. Recht hast, Vaterl, druck mir nur ordentlich eine.« Und mit einem Mal durchzuckte es auch die junge Amerikanerin. Sie erkannte, dass ihre Frigidität eigentlich nur darin ihre Ursache hatte, dass sie nicht als Mann auf die Welt gekommen war. Nun aber, dass sie auf einmal über einen eigenen Schwanz verfügte, konnte sie endlich die Rolle spielen, die sie sich schon immer wünschte. Sie stieß und ruckte heftig mit ihrem neu erworbenen Glied im Leib der Freundin herum. »Du liebes Vaterl, mein süßes Katerl, du zerreißt mich förmlich. Gurgelte es unter Casey Miller, der jungen Amerikanerin, die nach Wien gekommen war, um hier Musik zu studieren und ihre Orgasmus-Schwierigkeiten loszuwerden. Der Wunderarzt aber, der Letzteres nun tatsächlich zustande gebracht zu haben schien, Professor Dr. Sigmund Freud, Wien 9, Berggasse 19, hatte nichts Eiligeres zu tun, als hinter seinen altmodischen Fotoapparat zu laufen, sich das schwarze Tuch über den Kopf zu ziehen und eine Aufnahme nach der anderen von diesem seltsamen Liebespaar zu seinen Füßen zu machen. Mit fliegenden Fingern schob er eine Kassette in die Kamera, drückte los, verschloss die blecherne Kartusche mit dem schwarzen Schieber, riss sie aus der Halterung, rückte die nächste ein und tat das so lange, bis die beiden Mädchen erschöpft auf dem Boden lagen und sich nicht mehr rühren konnten. »Habe ich die Ehre«, keuchte die kleine Fifi Mutzenbacher kraftlos. »So viel gespritzt habe ich schon lange nicht. Mein Gläschen dampft ja direkt. Ich komme mir vor wie ein Bohrenwurstkessel um Mitternacht. Ich glaube, ich habe alles anbrunst.« Sie erhob sich und betrachtete die große Lache zu ihren Füßen. »Meine Herren«, jammerte sie, »jetzt kann ich wieder mal den Boden aufwischen wie daheim im goldenen Fassel. Die Arbeit scheint's wäre in mein Leben nicht mehr los.« Sie nahm das schwarze Tuch von der Kamera des Professors und bückte sich. Während sie die feuchte Bescherung beseitigte, wurde sie jedoch schnell wieder fröhlich. »Der Unterschied ist nur, dass sie jetzt wenigstens weiß, wofür ich es mache«, lachte sie. Dann sammelte sie ihre Unterwäsche auf und begann sich anzukleiden. »Und du, Casey?«, fragte sie neugierig. »Hat's dir was geholfen?« Casey Miller hatte ihren Gummischwanz abgeschnallt. »Professor«, sagte sie tief befriedigt, »ich danke Ihnen.
Ich habe das erste Mal in meinem Leben einen Orgasmus gehabt. Ich werde es meinem Vater schreiben. Er wird Ihnen einen Scheck geben über viele tausend Dollar. Und wenn Sie einmal zu uns nach Texas kommen, sind Sie unser Gast. Der Gelehrte winkte bescheiden ab. Das ist nicht nötig. Ich habe ja nun meine wissenschaftlichen Aufnahmen. Damit werde ich endlich in der Fachwelt die schon so lange ausstehende Anerkennung finden. Immerhin kann ich mit Hilfe dieser Bilder ja nun beweisen, dass meine Methode, neurotische Verhaltensstörungen innerhalb weniger Minuten zu heilen, tatsächlich Erfolg hat. Er ging ins Vorzimmer und kam mit dem Wiener Wochenblatt zurück. Er benutzte die einzelnen Seiten zum Einwickeln der paprikaroten Gummiwurst. Aber zu unserem großen Familientreffen darf ich ihn doch wenigstens einladen, rief nun die Fifi eifrig. Was denn für ein Familientreffen? Erkundigte sich staunend der Gelehrte. Ich dachte, Sie seien die Letzte Ihres Stammes. Das ist schon richtig. Von denen, die mir da am 23. August in Wien zusammenkommen, hast gerade noch ich, Mutzenbacher. Die anderen sind alle Nachkommen von denen, die mein liebes Urgroßmutterl in ihrem Birchl erwähnt hat. Also den Herrn Horak mit seiner Urkette neben dem Zumpferl, den Herrn Eckhardt, der einmal das Mutterl von meiner Urgroßmutter gefegelt hat, obwohl es doch so katholisch war, den Herrn Kooperator, der sich von seinen Schülerinnen hat wichsen und schlecken lassen, vom Herrn Kapuze, dem Fotografen, der immer gesagt hat, nur markieren, nur markieren. Na, das wird ja ein sensationelles Treffen. Ja, freilich, nickte die kleine Fifi Mutzenbacher stolz. Wir haben auch die Stadthalle dazu gemietet. Mit zwei Blaskapellen, die werden abwechselnd den Otterkringer Marsch spielen und der Otto Mühl wird eine Brunz- und Scheißaktion machen. Was, der berühmte Otto Mühl, der dem Universitätsdekan auf das Pult geschissen hat? Rief Kathy aufgeregt. Selbst in ihrem kleinen San Antonio, Texas, hatte man bereits von dieser künstlerischen Aktion gehört. Und zu welchem Anlass wird dieses Familientreffen abgehalten? Fragte Professor Freud interessiert, während der Kathy den nunmehr in buntes Zeitungspapier eingewickelten Gummipenis überreichte, als wär's ein Strauß Blumen. Zum 100. Jahrestag der feierlichen Überreichung des Buff-Patentes durch unseren lieben Herrn Kaiser an mein liebes Großmutterl. In diesem Augenblick läutete die Türklingel. Es war der Geldbriefträger. Er kriegt das in der Trief, Herr Professor. Kann ich Ihnen das Geld gleich selber geben? Während er schnaufend in seiner dicken Tasche kramte, verabschiedete Dr. Freud hastig die beiden Mädchen. Also auf Wiedersehen in der Stadthalle. Kathy und Fifi gingen zur Treppe vor. Sie hörten Münzen klimpern, dann ein schmetterndes »Besten Dank für mein Gesternte, Professor Pribil!« Dann wurde eine Tür zugeworfen. Der dicke Geldbriefträger näherte sich den beiden Mädchen. »Was haben Sie da gesagt?« fragte Kathy den Mann in der Uniform. »Professor Pribil?« »Na freilich!« meinte der Herr Briefträger gut gelaunt. »Wie die haben den nennen sollen, wenn er Pribil heißt, der Herr Professor?« »Wir haben gedacht, das ist der Professor Freud, der berühmte Psychologe«, rief Fifi erstaunt. »Auf was, Freud? Pribil heißt er und der Mittelschulprofessor war er, für Latein und Griechisch. Aber jetzt ist er schon lange in Pension. Ich habe ihm gerade die Renten gebracht.« Der dicke Mann betrachtete die Fifi von oben bis unten. »Bist ein Fischmadel«, meinte er anerkennend. »Wie alt bist denn?« 12, sagte die Fifi und machte einen Knicks. Mit solchen Späßen hatte sie schon immer gern die älteren Herren geneckt. »Was, 12 bist erst? Hast du solche Tuteln? Oder die wahrscheinlich fotografiert, der Herr Professor?« Er lachte meckernd. »Ja, da werde ich eh bald auf die Büdeln sehen, wie es da ausschaut, da ist er locker da.« »Aber er hat doch gesagt, das sind wissenschaftliche Aufnahmen, der Herr Professor«, meinte Fifi bestürzt. Was wissenschaftliche Aufnahmen? Das sind Pornobüdeln. Die vertraten dann in die Pissoir rund um einen Kordelsplatz. Und wir haben gedacht, es handelt sich um den Professor Sigmund Freud, den berühmten Psychoanalytiker, rief Kathy aufgeregt. Das ist doch das Haus Berggasse 19. Ja, freilich ist es das Haus Berggasse 19, nickte der dicke Mann und dann überlegend. Sigmund Freud? Den Namen kenne ich irgendwie. Ja, Fröhle, war das nicht der narrische Doktor, der dann nach England emigriert ist, wie die Nazi gekommen sind? Ja, natürlich, jetzt kann ich mich genau erinnern. Der hat im trüben Trakt gewohnt. Damals war ich noch jung und hab noch Brief austragen. Mein Gott, der Doktor Freud. Ein so lieber Herr war er, der Doktor. Und immer hab ich bei ihm ein schönes Trinkgeld gekriegt. Ja, das waren halt noch Zeiten.
wo wir fett mit U geschrieben haben. Mit feuchten Augen wandte er sich gegen die Treppe und langsam abwärts steigend murmelte er immer wieder vor sich hin. Ja, Dr. Fred, ein lieber Herr war er. So schöne Trinkgüter hat er immer gegeben. Ein so lieber Herr. Ein bisschen gespunner hat er freilich, aber so schöne Trinkgüter, die er immer gegeben hat. Dann war auch das vorüber. Da sind wir ja fein aufgesessen, schimpfte Kathy und stampfte zornig mit dem Fuß. Wo ich doch daheim sagen wollte, dass mich der Professor Freud persönlich behandelt hat. Dresde, Kathy, meinte die kleine Fifi Mutzenbacher beschwichtigend. Immerhin hat er uns so weit kuriert, dass wir wieder spritzen können und uns nimmer graust, wenn uns ein Mann seine Nudel einschiebt. Und wenn einer das zusammenbringt, ist doch eigentlich ganz wurscht, ob er Freud hast oder Pribil.